Okay, let's go. Hi! 30 Booster, 2 Pokémonaten und ein Opening. Hallo. Hallo Daniel. Na? Was haben wir denn an 30 Booster heute dabei? Ich glaube, wir haben den Space Circler. Und den Time Gazer. Aber da das natürlich jeder 15 öffnet, haben wir hier 2 Spezialbooster, die dann der ein oder andere, der schlechter gezogen hat von uns zwei, das öffnen darf. Ne? Ich glaube, wir legen die ganze Zeit falsch hin. Ne? So macht das schon... Nein, die mögen sie nicht, deswegen kommen die weg. Die können sie nicht riechen, weißt du? So macht es mehr Sinn, das ist richtig. Aber wenn es Sinn machen würde, wäre es ja nicht bei uns im Kanal. Deswegen... Wir schnacken nicht rum. Ich habe eine Schere. Hallo? Ich gucke jetzt nach der Logik. Aber hallo? Wo ist die Logik? Find sie nicht. Find keine, ist aber find, so. Find keine Logik. Also ich mache schon mal auf. Du kannst schon mal den Schnippelhasen anfangen zu öffnen. Dann. Je nachdem, wie lustig wir sind, kann es natürlich sein, dass da im Titel so ein bisschen so ein Clickbait drin ist mit Astralglanz. Oh. Kann sein, muss aber nicht. So, ne? Also fangen wir doch gleich mal an hier. Was kann denn da Feines drin sein? Und mach schon mal. Hisuian aber. Remax. Ist doch aus der Hisui-Region dann, oder? Ist aus der Hisui-Region, deswegen auch der Special Form geil. Farben. Ist mega nice, ne? Ist eine sehr, sehr schöne Karte. Ist natürlich First Pack Magic vom Feinsten. Ist so richtig schön, ne? Richtig schön. Richtig schön. Sag's schon, richtig schön. Richtig, hab ich doch gesagt. Guck mal. Die Schwerter dürfen sich nicht kreuzen, mein Lieber. Die letzte Karte, ne? Nach oben. Ja. Das ist der Big Hit. Mhm. Die letzte. Dein Fettfinger war gerade das letzte, muss ich sagen. Na, Hierachi! Hierachi Wii. So. Als Full Art eine der schönsten Karten. Ich bleib bei der Meinung. Ich bin aber eher auf den Alternativen hängen geblieben, muss ich sagen, was das Set betrifft. Ja, Altart im Allgemeinen immer. Ja, aber gerade da, also ich feiere das extrem auch, das Habibo, ne? So, Habibo ist wirklich, wirklich... Mach mal keinen Kartentrick nice. Mehr. Aber Holo, muss ich auch fairerweise sagen, haben schon zu wenig Wertschätzung bei den japanischen. So, du hattest jetzt 3 Booster und 3 Hits, ne? Das sieht halt auch stark aus, ne? Mit den Meteoren da hinten dran. Mhm. Nicht schlecht. Also oh, ich grätsch mal dazwischen. Oh no. Du kannst von mir mal kurz hier noch, damit du nicht jetzt groß hinumkramen musst. Ich mach mal hier weiter. Machst du das? Das Evoli ist auch ein sehr schönes Artwork. Ahaha! Wie heißt nochmal Damytier, gell? Heißt es? Ich habe leider Legends of Arceus nicht gespielt, aber. Das Rentier. Nee, Damytier heißt es, glaube ich. Damit hier. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, falls ich falsch sage, aber nicht, richtig nice. Dampfirex. Was? Dampfirex? Ja. Gibt's nicht so? Ne? Okay. Ja, genau. Deswegen seid ihr hier bei uns auf dem Kanal. Ich glaube, damit hier ist, aber. Dann gib mal die Schere. Genau, machst die mal nützlich. Zieh du mal durch. Dann kannst du nämlich auch gleich weiter durchziehen. Damit die Leute nicht zugucken, müssen wir die Booster aufschneiden, aber. Das ist richtig. Wir wollen die natürlich. Schon, mega nice. Ey, was sind das für Packs, mein Lieber? Ja. Was sind das für Packs? Aber die Heat Ratio ist jetzt nicht normal, ne? Weil wir haben schon das ein oder andere Video gesehen gehabt dazu und da war Heat-Ausbeute extrem mau. Oder immer das Gleiche, ne? Oder immer das Gleiche. Und es war wirklich schwierig, Full-Art-Karten oder Alternative zu kriegen. Also Alternative. Ich habe nicht so viele gesehen an Altart. Gezogene Alternative habe ich noch keine gesehen. Keine? Keine. Ja. Keine. Meine keine. Miese Prise. Meine keine. So, ja, ich mache es mal wieder auf die Seite. Was ich gerade fragen wollte, wie seht ihr das eigentlich? Ist euch das auch wichtig, dass wir die Booster dann quasi im Video aufmachen oder... Kann man die auch schon mal vorbereiten, zum Beispiel aufschneiden oder sowas? Wie sind da eure Meinung dazu? Das würde mich mal interessieren. Weil eigentlich legen wir ja immer nur Wert drauf, dass wir es nicht vorgeöffnet haben, ne? Ja,
ja, dass es halt auch einfach entsprechend authentisch ist, ne? Ja. Aber es ist halt schon nicht so nice, wenn man uns da 2 Minuten beim Schnitteln zugucken muss. Das ist halt das Thema, wo ich sage, ne? Wie sieht's da aus? Wie seht ihr das? Nochmal ein Damütier. Wenn's denn dann so wenn's heißt. Wenn's denn so heißt, ne? So, kann ich mal ein bisschen was nachlegen? Komm, lass mich mein letztes Pack noch öffnen und dann kannst du komplett finishen, durchziehen. Dann genau. Finish him, mach ich. Ein Mogelbaum. Okay, Bollerwagen bald, ne? Genau. Steht ja bald an, die Bollerwagen-Tour. Bollerwagen-Tour. Ja, alle haben Bock. Vater Tag wird das gemacht. Zack. Ich hab Langeweile. Weißt du, welches Lied bei mir gerade extrem im Kopf hängen geblieben ist? Das von Knossi, wo er macht, ich esse Fleisch, nur noch Fleisch. Niemals Gemüse. Kennst du es? Nee. Ah, okay, muss mal gucken. Bleibt dir bestimmt auch im Kopf hängen. Wenn man da noch mehr hängen bleiben kann. Wenn das geht, ja, das stimmt. Ja. Aber eine Holo. Ein Regi-Leggi. Das lief sie für dich. Nice. Ein Regi-Leggi, mein Lieber. So. Aber das Evoli vom Artwork ist halt auch so. Ist auch ein Summer der Hammer. Ist cute one. Summer der Hammer. So, dreckigen Schuh und Regi-Stil. Also ich würde sagen, da ich die Secret Rare hatte, habe ich schon besser gezogen als du. Achso, du willst gleich ums Preisbooster spielen? Ja, nee, du kriegst es ja, weil du hast, finde ich, einen kleinen Ticken, also nicht schlecht, sie sind gut, aber ein bisschen, ein Müh schlechter. Du hast die Schere auch drüben. Ein Müh? Ein Müh schlechter, muss man sagen. Was ist denn ein Müh? Ein Müh. Hä? Ein ganz geringer Wert ist das, ein Müh. Ein Müh. Oder eine Kuh, die einen Sprachfehler hat. Füchsewurst. Könnte auch eine Mühe sein. Aber auch da war nicht so. War nicht so, also nicht so. Probieren wir mal hier das schöne Pferd. Juggler. Der Juggler. Der Juggler One. Also ich dachte ja auch eher, als ich das mit Juggler gelesen habe, oh, ein Habibo, aber nicht im Alternativ. Ich dachte halt eher, dass es dann auch Richtung, dass Palkia quasi so eine so Juggernaut-Rüstung kriegt, weißt du? So war mein Gedanke eigentlich, aber leider. Juggernaut. Ja, ne? Also ich weiß nicht, so war halt die Überlegung, aber irgendwie haben sie dann ein Pferd draus gemacht. Ja, es soll halt, ach, das ist auch süß, ne? Süß. Soll halt ein bisschen an Arceus erinnern, ne? Ja, aber erinnert es sich wirklich an Arceus? Irgendwie nicht so, ne? Ja, irgendwie erinnert mich es an Minotaurus, um ehrlich zu sein. Muss ja an Harry Potter denken, wenn sie im Finsternwald unterwegs sind, da hat er wieder heißt. Könnte man ja auch mal öffnen. Harry Potter TCG, meinst du? So mal eine Tin aus Spaß? Ja, da müssten wir uns aber in Potaminati umbenennen. Oh. Unser Togekiss ist auch mit am Start. Togekiss. Ah, ja. Mhm. An das Sneasel One. Das Sneasel One. Das Sneasel One. Sneasel. So, du hast jetzt. Was? Die. Das sind Perfect Size. Nee. Nee? Nee. Das sind sie nicht. Ah. Normal Sized, mein Lieber. Normal Sized. Bei mir ist zwar vieles dann Perfect Sized, aber das nicht. Die Sleeves sind immer Chock. So. Mmh. Noch mehr Holo. Also, ich hab die Holos gepachtet bei du mir. Du bist heute der Holo-Puller, muss ich sagen, aber immerhin eine Holo. Also, das ist auch eines der wenigen Hisui-Pokémon, die ich echt feiere. Gefällt mir sehr. Da kam ja auch mittlerweile noch eine Wii von raus, ne? Mhm. Und das Artwork ist richtig nice. Ne? Also so richtig nice. Aber das finde ich auch richtig stark, ne? Stell dir mal das als Alternative vor über die ganze Karte. Genauso. Warte mal ab, vielleicht kommt's. Ja, Hammer. Vielleicht kommt's ja genauso. Dann warst du der Prophet, der Messias, mein Lieber. Ah, die Artworks an sich sind natürlich
Also wenn man gerade anguckt. Sind schon schnucklig, die Artworks. Ey, die sind schon. Obwohl, da gibt's so einen Film, ne? Back in Outback oder Back sowas, in Town. Ne? Der sieht genauso aus, dieser Koala. Gut, da ist er wieder. Er verfolgt uns jetzt. Ja, stimmt, jetzt wo du sagst. Oh! We Star Alert! Axanthor! Bring, 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 bring! Geil! Aber die alternative Glocke hat nicht geläutet, gell? Die hat nicht geläutet, nee. Die hat nicht geläutet. Mann! Mann! Aber ich würde sagen, also ich schneide es schon mal auf. Ich hab noch eins. Oder ich reiße es mal auf, weil du hast wieder die. Die Schere. Kriegst du nicht. Oh, das Anton ist mega. Nochmal ein Axanthor. Jetzt kann ich ihn spielen. Jetzt kannst du spielen, ne? Aber nicht in Deutschland, ne? Geht nicht. Aber auch kein Märkchen. Aber auch kein Märkchen. Also, das Anton, das würde ich mir mal wegsnacken, mein Lieber. Das Anton. Wiedgesehr. Das feiere ich. Das snack ich mir weg. Ich schmeiße auch 10 Cent in den Topf. Und da ziehe ich das Anton selbst. Okay, kannst wieder haben. Ja, eigengezogen ist selbstgezogen ist halt immer besser, ne? Nochmal eine Secret Rare. Aber wie heißt denn der? Bestimmt Klettersteinmax. Max. Was? Klettersteinmax? Aber weil auch noch Last Pack, ne? Weil die Haare genauso aussehen wie die Kletterwand, oder? Genau, der Klettersteinmax. Also, Klettersteinmax ist sehr nice. Also, waren schon, war jetzt schon eine gute Ausbeute, so gesamt. Habe ich gar nicht so stabil in Erinnerung gehabt, muss ich sagen. Ja, jetzt guck mal, ne? Wir haben hier 5 Holos. Und dann auch immer unterschiedliche. 5 Holos. Wir haben. Wie viele? 6 Vs. Ja, wir haben 6 Holos, ne? 6 Vs, 6 Holos. Eine Wiimax. 2 Secret Rare Full Art. Eine Wiimax, eine Faust da. Ist also, gut. Ist schon sehr ist gut, ne? Also haben wir schon mal deutlich schlechter gesehen. Aber wie gesagt, ne, die Karten kommen halt auch in Astralglanz. Deswegen, viele Leute sammeln es halt einfach auf Deutsch, muss man dazu sagen. Ja. Du sammelst, wo du lebst. So sieht's aus. So und mit diesen aus. Worten verabschieden wir uns. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch wirklich gefallen hat. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Wir sehen uns trotzdem im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Tschüssikowski. Bis bald, Ronaldo. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till